Vom Physikunterricht ins Physiklabor. Schüler und Schülerinnen der Oberstufe des Gymnasiums Egeln konnten am 2. Februar 2012 am Institut für experimentelle Physik und am Chemischen Institut unserer Universität selbst aktiv werden und verschiedene Experimente ausprobieren. Deswegen haben wir diese Exkursion angesetzt, hatten am Vormittag den Seminarteil, das heißt die Theorie zu den einzelnen Versuchen, haben jetzt Versuche der klassischen Mechanik für die 11. Klassen, währenddessen die 12. als Abiturvorbereitung die Quantenphysik-Versuche machen. Das ballistische Pendel und die Achterbahn demonstrierten die Impuls- und Energieerhaltung und ließen die Schüler kreativ werden. Eine Kooperation zwischen der Uni und dem Gymnasium Egeln ermöglicht auch in Zukunft Exkursionen ins Physik- und Chemielabor und soll bei den Abiturienten das Interesse an einem naturwissenschaftlichen Studiengang an der Universität fördern.